Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Blockchain. Mein Name ist Thomas Bocek und in diesem Teil werden wir uns mit der Architektur beschäftigen. Das habe ich ein bisschen vorgezogen. Das sollte euch ein Big Picture geben, auch bezüglich des Challenge Tasks, wie die Komponenten miteinander interagieren und welche mögliche Architekturen man für den Challenge Task auswählen kann. Es geht von einfach bis kompliziert, aber interessant. Und hier möchte ich jetzt zeigen, wie die Architektur aussehen könnte, welche Komponenten involviert sind, wie man was verknüpfen kann. Und zwar haben wir als Beispiel, nehme ich wieder den Smart Contract, den habe ich bereits gezeigt. Das ist dieser hier. Das ist dieser Notary Contract, das verwende ich sehr gerne als Beispiel. Das ist unser Ausgang. Wir kompilieren diesen Contract in EVM Bytecode. Das heißt, das ist in der Programmiersprache Solidity geschrieben. Und je nachdem, was man verwendet, man kann entweder einen Command-Line-Compiler verwenden, man kann es mit der Remix zum Beispiel verwenden. Und aus diesem Source-Code, wenn der kompiliert wird, werden dann wird in Opcodes kompiliert, die dann diese Ethereum Virtual Machine, eine EVM, versteht. Und das geht eben, wie gesagt, mit Remix. Das geht hier ganz einfach. Ich gehe hier auf Remix, sage kompilieren. Hier geben wir den Compiler an. That's it. Den Output können wir uns hier anschauen. Wie sieht zum Beispiel mein Application Binary Interface aus? Hier sind meine Inputs. Da habe ich Bytes 32 als Input. Das ist die Hash. Das ist das, was ich hier habe zum Beispiel. Und den Bytecode, den sieht man hier unten. Das ist das, was erstellt worden ist. Und in binärer Form wird das dann auf der Blockchain landen. Das ist sehr komfortabel damit. Es geht aber auch anders. Man kann das natürlich auch mit einem Kommandozeilenprogramm machen. Werde ich dann noch zeigen. Mit MetaMask kann man sich über den Remix-Browser dann ins Ethereum-Netzwerk verbinden. Das habe ich bereits auch schon gezeigt. Was man auch noch machen kann, ist, man kann es eigentlich auch mit einem Solidity-Compiler auf der Kommandozeile machen. Das geht auch. Und zwar mit SolC. Das habe ich mal vorsichtshalber bei mir installiert. SolC, das ist hier. So, 7-Version, ja, das sollte jetzt die aktuellste Version sein, 0.8.21. Und damit kann ich jetzt ebenfalls meinen Contract kompilieren. Ich habe den im Verzeichnis temp mal drin. Er heißt test.sol. Das ist, wie gesagt, unser Notary Contract. Und jetzt kann ich hier, je nachdem, was ich brauche, zum Beispiel, ich kann mir das Binary kompilieren lassen. Es wird dann in diesem Folder wird es gespeichert. Ich kann mir zum Beispiel die ABI kompilieren lassen. ABI, die Hashes, das habe ich bereits schon gemacht. Hashes habe ich auch schon gemacht. Und was man eben alles kompilieren kann, kann man sich über diese Hilfestellung kann man das nachlesen, was alles möglich ist. Ich habe sicher die Binärdatei habe ich erstellt, das ABI habe ich erstellt, die Hashes habe ich mal erstellt und die sind jetzt im Verzeichnis SolC Output. Das heißt, SolC Output, dort habe ich jetzt die einzelnen Artefakte drin und das, was ich zum Beispiel verwenden
würde, wenn ich jetzt diesen Contract deployen möchte. Ich nehme hier das Binary, packe es in eine Transaktion und schicke es dann ins Ethereum-Netzwerk. Das sieht default aus. Das ist hexadezimal. Das ist ein langer Zahlencode und ebenfalls die Opcodes. Das sind die gleichen, wie man auch in der Remix-VM das sehen kann. Also jetzt habe ich den Smart Contract kompiliert. Ich habe ihn auf meiner Disk. Und was man jetzt auch machen kann, ist eben, man geht via MetaMask. Das ist die einfache Variante. Geht man ins Ethereum-Netzwerk. Was aber auch möglich ist, über einen lokalen Ethereum-Node. Den habe ich jetzt bei mir ebenfalls am Laufen. Da habe ich mal meinen Consensus-Layer am Laufen. Der ist da am Blöcke am Sammeln und Processing Block of Batch Remaining Time, also in 33 Stunden, ups, das sieht man gar nicht, in 33 Stunden bin ich mit dem Sepolio Testnetzwerk up to date. Wird hoffentlich morgen der Fall sein. Das ist Geth, mein Execution Layer, das ist der Consensus Layer und ich kann mich dann mit einem Client connecten. Ich versuche jetzt hier meine Balance abzurufen. Das funktioniert leider noch nicht, weil eben es geht, vielleicht geht es auch 2 Tage, bis die Daten synchron auf meinem Rechner sind. Und dann habe ich lokal einen Rechner, der auch mit dem Sepolia Ethereum-Netzwerk verbunden ist. Und dann könnte ich auch über meinen lokalen Knoten gehen. Das heißt, ich könnte jetzt diesen Output hier über eine Transaktion, über meinen lokalen Geth-Server ins Netzwerk quasi einspeisen und muss nicht über MetaMask gehen. Also MetaMask ist eine Option, es ist sehr bequem, aber es geht natürlich auch anders. Ich lasse den mal laufen. Ich sehe jetzt gerade, das variiert von 42, 60 Stunden bis 21 Stunden. Ich habe es relativ kürzlich gemacht, das mit meinen Ethers, die ich aufgeladen habe. Das heißt, es wird eher so gegen den Schluss gehen. Also wenn da irgendwie noch steht, noch 3-4 Stunden das braucht, werden wir dann hier sehen, dass ich eine gewisse Anzahl Ethers auf meinem Account habe. Das ist das Testnetzwerk. Im Mainnet geht es noch wesentlich länger. Dort muss man, bis man jetzt alles runtergeladen hat, bis man alles nachgerechnet hat, dort muss man dann Wochen warten, bis man alle diese Daten hat. Von dem her, ich hatte mal früher einen Ethereum-Knoten am Laufen, dann war es mir doch zu anstrengend und heutzutage, ich verwende ebenfalls MetaMask mit dem Provider in Fura. Es gibt auch eben in Fura.io, das ist ein Dienst, wo sie ebenfalls so einen Knoten bereitstellen, über den man connecten kann. Quasi man mietet sich seinen eigenen Knoten. Das geht auch über Alchemy. Das ist ebenfalls so ein Dienst. Und über beide kann man ins Ethereum-Netzwerk damit gehen. Also das sind die Möglichkeiten. Man kann, was man natürlich auch machen kann, ist, man kann Remix, anstatt dass man über MetaMask gehen, kann man Remix auch zum lokalen Knoten connecten. Das geht auch. Wo habe ich jetzt Remix offen? Remix, mache ich es nochmal auf. Und bei der Wahl, wie man sich connecten möchte, da hatten wir ja eben, das ist diese diese Blockchain im Memory, im Speicher, das ist sehr gut zum Entwickeln.
Dann habe ich diesen Injected Provider gezeigt, MetaMask. Man kann über hier Custom External HTTP Provider, kann ich auch meinen lokalen Rechner angeben. Das sind diese Rechner hier. Da geht es noch 52 Stunden. Ich hoffe, bis morgen ist das soweit. Jetzt muss ich schauen, ob ich hier HTTP3 freigeschaltet habe. Das heißt, ich habe es mit Guest Sepolia gestartet. Hier muss ich das eben diesen Port freigeben. Auth false. Das heißt, man kann jetzt auf Localhost zugreifen. Das heißt, das wird jetzt auch die Remix-ID machen können. Das heißt, hier gehen wir auf OK. Und bekommen eine Fehlermeldung, höchstwahrscheinlich. Custom Provider. Mal schauen, was es für eine Fehlermeldung gibt. Same Origin Policy. So, und hier haben wir gesehen, die Fehlermeldungen, das sind Course-Probleme. Das hatten wir in der Vorlesung im Recap, was Course ist. Cross-Origin Resource Sharing, ein sehr gutes Beispiel. Ich bin auf der Webseite remixethereum.org und das JavaScript will mir einen Call machen auf localhost 5454 8545, und weil das eine andere Domain ist, sagt der Browser, nein, darf ich nicht. Das ist Cross-Origin Resource Sharing. Da muss man den Server jetzt starten mit einer Exception, und zwar kann man entweder, wie gesagt, Stern eingeben bei der HTTP Course Domain. Da ich jetzt aber weiß, dass ich auf remixethereum.org bin, kann ich auch diese Domain angeben. Dann weiß ich, dass diese, wenn eine Anfrage von dieser URL kommt, ich darf die beantworten. Das können wir jetzt auch gleich machen. Das heißt, wir starten wieder, schauen vielleicht noch kurz, wo stehen wir mit dem Synchronisieren. Ups, das ist hier, 27 Stunden, dauert noch eine Weile. Genau, jetzt haben wir es gestartet. Wir werden vermutlich immer noch den Output nicht sehen. Genau, das wird auch hier problematisch sein. Also ich kann mich jetzt hier mit Custom External HTTP Provider verbinden, sagen OK, dann kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Das heißt, ich kann jetzt das schließen. Accounts habe ich keine. Das heißt, jetzt connectet er mir auf meinen Server, der ebenfalls mit einem Client gestartet worden ist. Das heißt, ich kann über diesen Daemon auch meine Wallets verwalten, und diesen momentan leer. Das kann man natürlich auch erstellen. Get Create Wallet. Wallets werden im Geth-Universum mit einem weiteren Dienst verwaltet, und da sieht man schon, die Komplexität nimmt da doch ein bisschen zu. Ist natürlich alles einfacher, wenn man MetaMask verwendet. Früher war noch dieser Account Manager in Geth selber implementiert, da war es ein bisschen einfacher, und heute in der neuesten Version haben sie es getrennt. Das heißt, man braucht noch einen weiteren Daemon, der läuft bei mir. Das ist Clef. Das habe ich jetzt mal am Laufen, und hier sehen wir, dass wir noch keine Accounts haben. Das werden wir aber ändern. Und zwar werden wir hier den Keystore erstellen.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1. Generated Account, das heißt, es wurde hier jetzt ein Keystore erstellt. Jetzt müssen wir das noch mit Geth verknüpfen. Und dann können wir eigentlich hier in Remix dann den Account sehen. Und zwar braucht es dazu noch das hier, den IPC, weil unser Teil läuft jetzt hier. Das ist unser IPC, den wir jetzt angeben können. Das heißt, wir müssen Geth nochmals neu starten. Das war dieser hier. Und hier sagen wir seiner, das ist jetzt in Home Ethereum. Home.clef. Clef.clef.ipc. Genau. Jetzt können wir das nochmal starten. Failed to open wallet. So, jetzt hat es doch noch geklappt. Das heißt, ich konnte mich mit dem Custom meinem Geth-Node-Knoten verbinden. Das heißt, ich habe hier alles approved und da sieht man schon, dass hier mein Account ersichtlich ist. Das ist der Account hier, den ich erstellt habe. Address 41 irgendwas, das ist diese Adresse hier. Und das Problem war, dass ich Clef, ja, ich approve mal, dass ich Clef nicht mit meinem Keystore gestartet habe. Wenn ich es mit dem Keystore starte, dann weiß er auch, dass er diese Adressen hat und die kann jetzt eben Remix abfragen und so gehe ich über meinen Keystore. Ich habe meinen lokalen Geth-Server und dieser Geth-Server, der ist wie gesagt immer noch hier am Synchronisieren. Und hier Estimated Time von 23 Stunden auf 325 Stunden. Wie gesagt, mal schauen, wie weit er morgen ist. Wie gesagt, über Remix-ID, MetaMask, Ethereum einfach. Es geht auch den komplizierten Weg, der dann meistens der oft funktioniert, aber mit entsprechend Aufwand verbunden ist. Das ist, wenn man das halt lokal und komplett dezentral machen möchte, wenn man alles self-hosted haben möchte. Es geht, aber man muss ein bisschen Effort reinstecken. Das heißt, idealerweise für den Challenge Task bewegen wir uns in dieser Region, also mit, wir haben den Smart Contract, der wird kompiliert. Wir verwenden MetaMask, die Remix-ID, damit connecten wir zur Ethereum Virtual Machine. Das ist das, was ich vorschlage, aber ihr dürft natürlich auch den anderen Weg gehen. Das ist der interessantere Weg, indem man eben das selber kompiliert, selber einen Knoten laufen lässt und dann so die Contracts in der EVM zu deployen und auch damit zu interagieren. So, das wäre es von meiner Seite. Das ist eben so eine Architekturübersicht, welche Komponenten jetzt involviert sind. Ganz zentral in diesem Challenge Task auch. Wir haben den Browser und wichtig ist, dass man aus dem Browser dann eine Aktion in der Blockchain tätigen kann, dass man Sachen lesen kann, dass man Sachen schreiben kann. Und da bietet es sich an, das eben mit MetaMask zu machen. Es geht auch dezentral, aber da ist es ein bisschen aufwendiger und da muss man sich mit der Technologie und der Blockchain intensiv damit auseinandersetzen. Noch kurz zu meinem T-Shirt, das ist kein Investment Advice. NIO hier, das ist auch eine Blockchain.
Ich habe das T-Shirt bekommen, da ich an einem Meetup bin. NIO ist auch irgendwo in den Top 100 drin. Aber wie gesagt, kein Investment Advice, keine Werbung. Ich habe es einfach an, weil ich das T-Shirt bekommen habe.